Und da bin ich auch wieder. So. Wir sind immer noch mit Ellie hier auf Elchjagd. Mit Ellie auf Elchjagd. Klingt irgendwie witzig. Scheiße, hat er uns bemerkt? Scheiße! Mist, ist der schnell. Mist, wir haben ihn immer noch nicht einmal getroffen. So. So. Stampfen wir mal hier durch den... durch den Schnee. Gut, der hat uns nicht bemerkt. Ich muss versuchen, hier zu dem Felsen zu kommen. Könnte jetzt hinhauen. Ja, komm, ich krieg den Stick nicht. Yeah! Das hat doch mal gesessen. Jetzt ist er getroffen. Zumindest ist er schon mal verwundet. Das ist ja auch schon mal viel wert, dass er verwundet jetzt ist. Dann wird er nicht mehr so viel laufen können. Oder zumindest nicht mehr so weit. Ja. Okay, runter mit dir, Ellie. Okay, wo ist er denn jetzt lang gelaufen? Ja, Ah, da lang. Komisch, aber ich sehe überhaupt kein Blut jetzt gerade hier von dem Elch. Verdammt! Verdammt, wo ist der? Warte mal, jetzt mal ganz... ganz cool jetzt mal. Ich glaube, ich drehe mich hier gerade im Kreis. Kann das sein? Da sind mehrere Fußspuren. Okay. Das ist jetzt aber blöd. Okay, dann gehen wir nur noch mal zurück. Wo habe ich den denn jetzt getroffen? Okay, ich habe mich verirrt. Ich gehe jetzt einfach mal ganz ehrlich zu. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo dieser scheiß Elch sein kann. Ich sehe hier leider auch nirgendwo Fußspuren von dem. Ja, da wird er schlecht sein. Na, das ist jetzt aber echt bescheuert. Wenn ich wenigstens eine Blutspur von ihm finden würde. Aber wenn ich zumindest die Stelle finden würde, wo ich den angeschossen habe. Da ist eine Blutstelle. Hier ist Blut. Okay, dann laufen wir einfach mal hierher. Also hier. Diesen Spuren nach. Irgendwo wird er ja dann zu finden sein, wahrscheinlich. Da hinten ist er. Da nein! Blöd. Okay, aber diesmal kriege ich dich. Ich krieg dich, du Hirsch. Nee, Elch ist das doch. Komm hier drauf, Hirsch. Da ist er. Da komme ich aber jetzt nicht.
mit meinen Pfeilen hin. Nicht noch zu weit entfernt. Ein paar Zentimeter fehlen, glaube ich, noch. Oder? So. Wenn das nicht mal gesessen hat. Komm schon, Ellie. Ja, los, Ellie. Das hat doch bestimmt gesessen. Also jetzt ist er erst recht angegriffen. Ich glaube, den kriegen wir jetzt noch platt. Sofern ich mich jetzt nicht... Da bist du ja. Ah, scheiße. Scheiße. Hat er nicht gesehen. Okay. Wo ist er denn jetzt wieder lang? Ah, hier lang. Der spielt echt mit uns mit Katz und Maus. Ah, da hoch. Okay. Senior Elch, wo sind Sie? Okay, wahrscheinlich ist er da hochgelaufen. Ja, habe ich mir auch gleich gedacht. Oh, bitte nicht. Hier ist Blut. Aber sonst nirgends. Wo so weit? Hier sind nur meine Fußabdrücke. Scheiße, ich bin doch jetzt wohl nicht den ganzen Weg zurückgelaufen, oder? Oder wie jetzt? Okay, da wäre mal schön, hätte dieser echt ein GPS-Gerät bei sich. Da ich den irgendwie orten kann. Okay. Ja, tatsächlich, ich bin jetzt zurückgelaufen. So wie es aussieht. Okay. Hier bin ich losgerannt. Hier ist Blut. Da ist auch Blut. Also bin ich in die richtige Richtung schon mal. So. Und dann ist hier wieder Blut. Aber wo ist denn dann der Elch? So. Ah, da lang ist der. Ich glaube, ich bin nach unten gelaufen. Kann das sein? Jetzt sind wir auf der richtigen Spur. Und jetzt hat sie sich wieder verloren, oder wie? Mal gucken, wo uns dann die Fußabdrücke hinführen. Da hinten ist er. Da ist er. Mann! Mist. Langsam reicht's es. Warum kriege ich den einfach nicht? Da hinten ist er wieder.
kann den Punkt nicht genau erkennen. Nicht bewegen. So. Jetzt mal schön ducken und schön leise sein, Leute. Bloß kein Mucks. Wieder, ich verliere den jetzt wieder. So. Na. Oh Mann. Ich meine, es ist ja wirklich furchtbar, was wir dem Tier da antun, aber wir müssen ja auch irgendwie überleben. Okay. Nee, das sind keine Abdrücke. Hier lang. Bloß nicht wieder den verlieren. Nee, sind wieder keine Abdrücke. Vorsichtig. Ah, hier lang. Ja, das ist doch mal echt ein sehr entspanntes Level, sage ich jetzt mal hier. Ja, da hast du recht, Adi. Wieso lebt dieses Viech noch? Ich meine, so oft, wie wir den jetzt schon beschossen haben. Das höre ich schon, ein Wunder. So. Was ist das denn da hinten? Oh, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Toll. Alles ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Genau. Der muss hier irgendwie durchgelaufen sein. Da ist er ja. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin.
verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gerne mein Gewehr zurück. Nein, du hast deine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. So. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Ja, ist mir klar, Alter. Ich finde sie nicht. Bewacht die Fenster. Okay. So. Bewacht du mal das andere Fenster, würde ich mal sagen. Oh, oh, ich höre sie. Jeder Schuss muss sitzen, ist klar, Alter. Ich kann das schon. Fuck. Scheiße, da kommt ja schon wieder einer. So, ich konnte ihn gerade noch die Birne wegplatzen. Oh, ey, wo ist der Typ? Ist der abgehauen, oder was? Ich helfe dir, Alter, aber beruhig dich. Halt still, das trifft deine Eier! Nein, ein Knicker, oder was? Mann, was soll man denn dagegen tun? Scheiße! Da verfall ich mal wieder in Panik! Und dann sowas. Jetzt sag mir nicht, ich hab keine Patronen mehr. Okay. Ah ja, genau. Ich wusste es doch, da ist doch was dran. Ja, Medikit. Toll! Ich brauch Kugel und kein Medikit. Ich meine, Medikit kann ich auch gebrauchen, aber... Ihr wisst, wie ich meine, denke ich mal. Scheiße, das schneller, Eddie! Ich kenne das schon. So. Ja, mach genau weiter. Ist mir klar, Alter, aber ich hab nur noch zwei Kugeln. Jetzt hab ich nur noch eine. Ach so, ich hab noch... Ich habe eben keine Waffen mehr. Doch, ich habe doch noch Waffen. Was ist das denn bitte schön für eine bescheuerte Steuerung gerade? Ich steig jetzt hier gar nicht mehr durch. Hier ist noch mehr Munition. Danke, Alter. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Puh. Hilf mir mal. Ja, du siehst doch, dass ich mich verbinde hier. Hilf mir dabei. Ich bin ja schon dabei. Wow! Los! Scheiße, los, Ellie, nimm dein Messer! Du machst doch alte Ellie-Art! So, kriegen wir den Krieg auch. Los, schnell nachladen, Eddie. Man weiß nicht, wie viele von den Viechern noch kommen. So, schnell die Patronen aufheben. So, komm ab! So, schnell unser Messer benutzen! Oh, Scheiße! Okay. Ich weiß, jeder Schuss muss eigentlich sitzen. Aber manchmal will's einfach anscheinend nicht. Nichts hier drüben. So. Ja, ich sehe sie. Scheiße! Schneller, Ellie! Du kriegst aber jetzt keine Hilfe von mir. Fuck! Und schnell unser Messer benutzen! So, ab in die Fresse damit!